herzlich willkommen, ihr lieben Zwillinge. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Monat März 2022. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auch auf die Legung. Aber diesmal habe ich tatsächlich auch noch eine kleine Vorankündigung. Denn vom 19. bis zum 20. März, also über 2 Tage, findet hier in Berlin ein Workshop und ein Seminar statt, das ich zusammen mit der Martina Stier abhalte. Der Titel des Seminars ist Vertrauen, Manifestation und der neue Luxus. Also es geht um das Thema Manifestationskraft. Wie setze ich die bewusst ein für mich? Wie aktiviere ich die vielleicht auch so ein bisschen? Und es wird ein Seminar sein mit kleinen Vorträgen. Wir werden eine Kakaozeremonie machen und natürlich sind auch die Tarotkarten mit dabei. Und wer sich für die Veranstaltung interessiert, findet natürlich wie immer mehr Informationen dazu unten in der Videobeschreibung mit dem Link zu meiner Webseite. Und ja, da könnt ihr also dann gerne euch melden oder auch erstmal informieren. Und ja, dann also hier zurück zu der Legung und an der Stelle wie immer auch erstmal noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal so wunderbar unterstützen. Also das ist wirklich total, ja, freudvoll, da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte. Ich finde das ja sehr, sehr schön. Ich fühle mich auch sehr geehrt mit all den wunderschönen Botschaften und Nachrichten, die mich per E-Mail, per Post erreichen. Eure fantastischen Kommentare unter den Videos. Ein ganz herzliches Dank für das Abonnieren des Kanals, das Liken der Videos und natürlich auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal mit ihren Spenden unterstützen. Ja, und wenn du jetzt zum allerersten Mal mit dabei bist, dann möchte ich dann auch noch ein paar Worte dazu sagen. Also dadurch, dass die Legung eben intuitiv und allgemein ist, kann das natürlich auch bedeuten, dass der ein oder andere von euch sich hier nicht so wirklich wiederfindet. Dann seid ihr herzlich eingeladen, euch eines der anderen Videos anzuschauen zu eurem Aszendenten, zu eurem Mond oder eben auch zu eurer Venus. Und natürlich, wenn ihr ganz konkrete Fragen habt, könnt ihr auch sehr gerne wieder in die Videobeschreibung schauen. Über die Webseite könnt ihr mich sehr gerne direkt kontaktieren. Die Themen, die ich anspreche, sind für gewöhnlich berufliche Themen und Beziehungsthemen in allen zwischenmenschlichen Beziehungsformen. Und Königinnen und Könige sind hier auch geschlechterunabhängig, können andere Personen anzeigen, aber auch durchaus eure eigenen Energien widerspiegeln. Da werde ich dann aber auch noch mal genauer im Laufe der Legung drauf eingehen. Ja, die Karten haben sich gezeigt. Was ich hier gleich mal ganz, ganz spannend finde, ist die Sonnenkarte. Die hat sich nämlich genau an der Stelle auch bei den Stieren gezeigt. Und wir haben hier mit der Königin der Münzen auch eine Personenkarte, die auf ein Stierzeichen natürlich verweisen kann. Aber schauen wir jetzt alles mal eins nach dem anderen an. Ja, die erste Karte, die lese ich als Themenkarte und hier zeigt sich also der Ritter der Münzen. Ja, so ein bisschen auch eine ambivalente Karte, dieser Ritter, denn der kann anzeigen, dass hier irgendwas in eurem Leben, in einem oder auch mehreren Lebensbereichen so ein bisschen in die Stagnation kommt, sich irgendwie so ein bisschen ausgelaufen hat, sich irgendwie zäh anfühlt, dann auch irgendwann oft zum Stillstand kommt, ja, und dann fängt aber eben auch was Neues an. Auch das hat für gewöhnlich eine längere Entwicklungsphase, das sind keine schnellen Veränderungen. Allerdings das, was man jetzt dann neu anfängt unter dieser Energie, hat für gewöhnlich die Tendenz, sich sehr stabil und auch langfristig und nachhaltig zu entwickeln. Der Ritter der Münzen kann natürlich auch Angebote anzeigen. Ja, es kann durchaus sein, dass ihr entweder jemandem ein Angebot macht oder von jemandem ein Angebot bekommt. Auch hier ist Zuverlässigkeit für gewöhnlich durchaus mit angezeigt. Das sind dann schon auch ernst gemeinte Angebote. Kann sich auf die materielle Ebene beziehen, muss aber nicht. Ja, ich lege hier wie immer auch Klärungskarten dazu. Okay, da zeigt sich die Sonne dann gleich nochmal und die Zwillingskarte, die Liebenden. Tja, das ist ja
Auf jeden Fall eine spannende Kartenkombination und wie gesagt, also auch sehr auffällig, dass hier die Sonne so sich präsent zeigt. Ja, die Karte, die Liebenden, ist allererst mal die Herzentscheidungskarte. Ja, also mir scheint, wie gesagt, hier ist irgendwas so ein bisschen im Umbruch und das geht ja dann oft auch einher mit Herzentscheidungen. Und ganz wunderschön, dass das nochmal hier unterstrichen ist mit der Sonne, denn die Sonne ist auf der hohen Schwingungsebene die Karte des Glücks, letztendlich sogar die Karte des bedingungslosen Glücks. Hier geht es auch ansonsten um Zufriedenheit, um Kreativität, um Schöpferkraft, um Lebensfreude. Und mir scheint durch die Entscheidung, die hier ansteht, möglicherweise hat der ein oder andere die auch sogar schon getroffen, entscheidet ihr euch A nach dem, was euch wirklich erfüllt und glücklich macht. Und das ist auch ja so ein bisschen sozusagen der Orientierungspunkt. Ja? Also für neue Weichenstellungen, die werden so ein bisschen abgeglichen, genau an diesen Aspekten. Erfüllt mich das? Stellt mich das zufrieden? Ja, fühle ich mich gut damit? Alles, was in diese Richtung geht. Noch ein Aspekt hier von der Karte, die Liebenden, die kann natürlich auch mit anderen Personen zu tun haben. Auch hier in Partnerschaften, aber auch in Freundschaften, sogar bis hin zu geschäftlichen Kooperationen, Geschäftspartnerschaften, der Fokus liegt hier wirklich auf einem sehr respektvollen Umgang miteinander, Umgang auf Augenhöhe miteinander. Es ist ein sehr offener Umgang auch miteinander. Ja. Ja, dann haben wir hier also den Stern. Also auch hier Orientierungspunkt, den wir so schon bei der Sonne gesehen haben und der auch noch mal hier beim Eremit auftaucht. Der Stern ist die Wassermannkarte, hat ganz viel zu tun mit Zukunftsvisionen, Entschuldigung, meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, die ich mir gerne in der Zukunft auch erfüllen möchte. Es ist eine Karte, die mit dem Thema Herz- und Seelenheilung zu tun hat. Also so im Hintergrund hier mit diesem Ritter der Münzen, ja, wo ich ja auch schon gesagt habe, da ist irgendwas wahrscheinlich so ein bisschen ja im Sande verlaufen. Da kann der Stern hier jetzt also wirklich gute Hinweise geben, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Was sind auch meine Fähigkeiten, meine Talente? Was ist so, schlummert vielleicht in mir? Was ist in mir, was ich hier in einer neuen Art und Weise für mich selbst vielleicht erstmal entdecken kann und dann auch agieren kann im Außen? Ja, das sind, denke ich, hier so die Aspekte des Sterns. Also der zählt ja auch zu den Wunschkarten bzw. auch Wunscherfüllungskarten. Oft ist es Teil dieses Prozesses, ja, dass man zu dieser Wunscherfüllung kommt, dass man das ein oder andere vielleicht dann auch loslassen muss, zurücklassen muss, ja, was uns gehindert hat, ja, an der Erfüllung genau dieser Bedürfnisse oder Wünsche. Ja, 9 der Schwerter, der Magier, auch hier nochmal Zwillingsenergie und nochmal der Stern. Ja, ich denke, hier sehen wir tatsächlich auch so einen Entwicklungsprozess. Ja, also das ist vermutlich eine Energie, aus der ihr kommt, die in der Vergangenheit wahrscheinlich sehr viel stärker war, die möglicherweise im Vorfeld zu dieser Herzentscheidung vorgeherrscht hat. Ja. Schlaflose Nächte, sich jede Menge Gedanken machen, oft allerdings eben auch ja nicht wirklich konstruktive Gedanken. Man dreht sich innerlich im Kreis und findet nicht so wirklich einen Lösungsansatz. Dann kommt allerdings oft die Erkenntnis, ich muss eine klare Entscheidung treffen, um hier rauszukommen, beziehungsweise dann auch in die Manifestationskraft. Das ist ja Thema auch hier von dem Magier. Zum einen also das eigene Potenzial zu erkennen oder auch die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche in sich ernst zu nehmen und dann auch wirklich mit einem Fokus daran zu arbeiten, die umzusetzen. Und ja, das bringt manchmal dann also auch Veränderungen mit, die erstmal stattfinden können, müssen, damit man hier hinkommt. Ja, aber mir scheint, das ist auch wirklich ein heilsamer Prozess, denn das,
was hier im Hintergrund liegt, ja, das scheint also nicht so wirklich erfüllend gewesen zu sein. Vielleicht auch immer noch, ja, also für den einen oder anderen ist das hier also die Übergangsphase. Wir sehen aber hier gleich dann in der Folge den Aufbruch. Acht der Kelche, ja, bedeutet auch gar nicht immer, dass man hier aus einer total katastrophalen Situation kommt oder einem Riesendrama kommt. Der Status quo, der kann schon so weit in Ordnung sein. Nichtsdestotrotz fehlt einfach ein ganz wichtiges Element für euch selber darin. In der Beziehung ist es vielleicht das wirkliche Gefühl, das wirkliche sich einlassen können auf die Beziehung. Oder man spürt, diese Beziehung, die driftet einfach auseinander. Wir entwickeln uns in unterschiedliche Richtungen. Im beruflichen Feld ist es dann vielleicht so, dass mir der Beruf keine Freude mehr macht. Vielleicht hat er mir auch noch nie Freude gemacht oder die Arbeitsatmosphäre stimmt nicht oder. Ja, es ist aber so essentiell, dass es euch genug Motivation gibt, genug Mut auch gibt, genug Kraft gibt zu sagen, okay, ich weiß noch gar nicht genau, wo mich mein Weg hinführt, aber ich bin jetzt auch bereit hier für Veränderungen. Ja, der innere Weckruf, ja, die Gerichtkarte, die Herrscherin, auch hier haben wir Stierenergie und die Königin der Kelche. Ja. Ja, also ich denke, diese Entscheidung habt ihr euch nicht leicht gemacht, ja, aber das wird immer drängender. Da kommt wirklich von innen ein ganz deutlich wahrnehmbarer Impuls, ja, und ihr seid jetzt also auch bereit, diesem Impuls zu folgen. Ja, die Herrscherin ist die Venuskarte, hat natürlich mit dem Thema Liebe zu tun. Allerdings auch mit dem Thema Selbstwertschätzung, Selbstrespekt, ja. Die innere Fülle, die innere Wertschätzung in sich zu erkennen. Oft allerdings eben auch genau in herausfordernden Situationen wird das sichtbar oder wird man so ein bisschen auch dahin gedrängt in dieser Erkenntnis. Und ich denke, ja, hier hat auch eine wirklich tiefe Herzprüfung stattgefunden. Also ihr habt euch das nicht einfach gemacht. Ihr habt hier wirklich oder hört auch noch ganz bewusst in euer Herz rein, um diese Entscheidung treffen zu können. Die Königin der Kelche kann manchmal auch anzeigen, dass hier, ja, man sich seelisch ein bisschen angeschlagen fühlt. Ja, das können schon sehr herausfordernde Emotionen sein, mit denen man hier zu tun hat. Ja, Melancholie, Trauer, Depression, alles, was in diese Richtung geht. Aber ich denke, ihr seid hier jetzt so weit, Dinge zu unternehmen, wie gesagt, die Weichen neu zu stellen und habt letztendlich doch auch das Selbstvertrauen, euch darauf einzulassen. Ja. Hier kann die Königin der Kelche natürlich auch noch eine andere Person anzeigen, mit der ihr zu tun habt. Ich habe es ja schon angesprochen. Hier muss nicht das große Drama dahinter liegen, ja? Und möglicherweise ist diese Entscheidung genau deswegen so schwer, weil ihr mit einer Person zu tun habt, die euch schon am Herzen liegt, ja, aber es passt halt vielleicht nicht mehr. Also ich denke, das gilt vor allem für Beziehungsthemen oder also zwischenmenschliche Beziehungsthemen, nicht so sehr für den Beruf. Ja, die Königin der Münzen hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, weil also wie gesagt hier so ein bisschen Überschneidungen teilweise sind mit der Stierlegung, wenn ihr mit einem Stierzeichen zu tun habt. Dann lohnt sich vielleicht auch mal, sich diese Legung anzuschauen. Ansonsten hat die Königin der Münzen auch viel mit Verbindung mit dem eigenen Selbst zu tun. Ja, ganz bewusst in die Erdung zu gehen, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen für sich selbst, in die eigene Zentrierung zu finden. Sehr liebevoll auch mit sich umzugehen. Ja. Die Königin der Münzen allerdings ist auch der Archetyp der Mutter, ja, und kann dadurch also auch manchmal anzeigen, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man das Gefühl hat, man ist verantwortlich für eine andere Person. Man muss die wirklich tragen, stützen, sich um sie kümmern. Dabei, ja, sind diese andere Menschen, sind dann doch auch durchaus für sich selbst verantwortlich in den allermeisten Fällen, zumindest wenn sie erwachsen sind.
Und ich denke, das könnte auch so ein bisschen ein Element sein, was euch lange in der Situation gehalten hat, dass ihr das Gefühl habt, ich möchte diese Person nicht zurücklassen, nicht hängen lassen. Aber jetzt ist da wahrscheinlich schon so ein Zeitpunkt gekommen, wo ihr merkt, es geht jetzt entweder zu meinen Lasten, oder ich treffe einfach eine Entscheidung. Okay. Ja, 9 der, Entschuldigung, 7 der Münzen und die 6 der Schwerter haben wir dazu. Ja, die 7 der Münzen, ja, das ist auch ganz oft eine Karte, die mit längeren Zeiträumen zu tun hat. Und zwar Zeiträume, die beherrscht sind von Hoffnung und Frust und Hoffnung und Frust. Und dieses Pendel hält einen erstmal da und irgendwann schlägt das aber ganz eindeutig in eine neue Richtung auch aus, ja, damit man hier aus dieser Energie rauskommt, weil das ist genau diese Blockade-Energie. Das kann schon bedeuten, dass man unglaublich viel Einsatz bringt und auch viel tut, aber letztendlich nicht vorankommt, sondern eben auf der Stelle tritt. Gehört ja auch zu den Perspektivkarten, ja, also man hat hier dieses, ja, vielleicht trennende Element oder die Möglichkeit, sich hier zu trennen, ignoriert oder nicht wahrnehmen können, nicht wahrnehmen wollen. Aber ich denke, genau das findet jetzt statt. Und wir sehen ja auch hier mit der 6 der Schwerter neue gedankliche Prozesse. Die zeigt sich auch hier unten nochmal. Sprich, ich lasse mich zumindest jetzt mal gedanklich darauf ein, loszulassen. Ja. Und auch, die hat natürlich auch mit Veränderungen zu tun, durchaus mit Umzügen, ja, räumliche Veränderungen, Reisen auch manchmal. Vielleicht ist auch eine Reise angebracht für den einen oder anderen, um hier in diese Verbindung zu sich selbst zu finden und eben auch diese Entscheidungen treffen zu können. Ja, und die Fallen, ja, wir haben das Rad des Schicksals hier an der nächsten Position. Und das Rad des Schicksals hat schon mit tiefgreifenden Veränderungen zu tun. Allerdings eben auch wirklich aus der Entscheidung heraus. Ja, man möchte diese Veränderungen dann auch und lässt sich auch bewusst darauf ein. Das hier ist auch so eine Karte, die nenne ich ganz gerne Karte der Synchronizität. Denn meistens taucht die dann auf, wenn hier das Universum uns oder die geistige Welt uns tatsächlich Wünsche auch erfüllen möchte, ja, und wenn wir uns dann darauf einlassen, auf die Zeichen, die wir wahrnehmen, auf die Impulse, die von außen kommen oder auch von innen kommen, ja, dann zeigt diese Karte also darauf hin, dass das jetzt auch so zusammenfindet und Dinge in Bewegung kommen, die letztendlich genau hier hinführen, ja. Das können wir manchmal nicht so verstehen, weil vielleicht der Wunsch, die Wunschäußerung schon lange zurückliegt, ja, aber irgendwann kommen die Zahnräder dann in Bewegung und das Paket möchte geliefert werden oder soll angenommen werden können und dann ist es ganz gut, wenn man sich darauf auch einlässt und also mit dem Fluss sozusagen hier voranschreitet. Der Stäbe und der Tod, ja. Ja, also der Tod, der setzt hier nochmal einen ganz, ganz klaren Schlusspunkt, ja. Transformationskarte und wir sehen aber auch die Sonne hier im Hintergrund schon aufgehen. Also das ist genau das, was ich hier schon ein paar Mal angedeutet habe. Hier muss was losgelassen werden, damit ich dahin komme, wo ich eigentlich hin möchte, wo mich mein Herz hinzieht. Ja, und hier haben wir auch schon den Blick in die Zukunft, denke ich, an dieser Stelle. Manchmal kann er auch in beide Richtungen gehen, sowohl in die Vergangenheit wie also auch in die Zukunft. Ja, aber hier ist, denke ich, trotz dem Frust und dem Schmerz, der hier vielleicht noch so im Hintergrund lag, denke ich, ist ja auch eine gewisse Vorfreude trotzdem auf das, was sich hier ankündigt. Ja, die kann auch noch mit anzeigen, dass hier auch
Unterstützung ist im Umfeld, ja, wirklich Menschen, die euch hier bestärken oder auch ganz praktische Unterstützung geben, um hier die neue Zukunft gestalten zu können. Allerdings haben wir hier zwei Jungfraukarten und beide haben auch, ja, sind Singlekarten, können manchmal also auch anzeigen, selbst wenn man Unterstützung hat, dass es trotzdem Momente gibt, in denen man sich so ein bisschen einsam fühlt. Vor allem, wenn hier es sich um Beziehungsthemen handelt, vielleicht sogar auch langfristige, langjährige Beziehungen, die man gar nicht so, ja, mit denen man auch ganz viel verbindet, schöne Erinnerungen verbindet, ja, und dann kann es natürlich durchaus sein, dass man sich da erstmal so ein bisschen isoliert fühlt und dieses Gefühl der Vertrautheit ist vielleicht nicht mehr in der Form da. Darüber hinaus allerdings hat der Eremit genau auch damit zu tun, sich sehr bewusst zu fokussieren, sich mit dem eigenen Inneren auseinanderzusetzen und sich wirklich nochmal darauf zu fokussieren, was wo es eigentlich hingehen soll, ja, wo es auch langfristig sich hin entwickeln soll. Ja, zwei der Schwerter und Königin der Stäbe. Die Zweifelkarte aus eben genau der Disharmonie zwischen Herz und Verstand. Ja, also hier denke ich, ist es wirklich lohnenswert, sich aus diesen negativen gedanklichen Mustern zu lösen und sich viel stärker auf die Intuition einzulassen, auf die Herzebene einzulassen. Ja, Königin der Stäbe, ich denke, das ist hier wahrscheinlich, also zum Teil eure eigene Energie. Ja, auch hier geht es um Lebenskraft, Lebensfreude, Schöpferkraft. Ja, also das wirklich in die Handlung bringen zu können, was der eigenen inneren Überzeugung entspricht. Ich möchte auch nicht ausschließen, weil wir jetzt hier auch schon so viele Personenkarten haben, dass hier auch andere, also möglicherweise auch neue Personen mit einen Einfluss haben auf die Situation, beziehungsweise dass sich die Situation jetzt entwickelt oder vielleicht auch schneller entwickelt als das und eindeutiger entwickelt, als das zuvor der Fall war. Ja. Auch das kann natürlich so ein bisschen das Gefühl auslösen, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ja. Weil hier eine alte Verbindung, wie gesagt, im Sande verläuft, was Neues noch nicht so richtig angefangen hat. Das lässt sich schon erahnen, ist aber auch noch nichts Konkretes. Das kann also auch dazu führen, dass man hier so ein bisschen ein Gefühl der Einsamkeit oder der Isoliertheit einfach wahrnimmt. Ja. Neun der Münzen habe ich auch schon erwähnt, auch das ist eine Jungfraukarte. Allerdings auch diese Karte hat so ein bisschen die Energie von der Herrscherin, sich mit sich selbst in Verbindung zu setzen oder auch Königin der Münzen, ja, bewusst in die Innenschau zu gehen, da ganz aufmerksam zu sein, welche Signale, welche Impulse kommen von innen. Letztendlich ist es aber auch eine Karte, die sagt, ja, man ist selbst sich schon bewusst darüber, was man eigentlich möchte, was auch so in einem steckt, in einem liegt. Vielleicht auch nochmal besonders, wenn man sich hier mit beruflichen Veränderungen beschäftigt. Ja, es geht auch hier darum, langfristig zu planen, langfristig zu denken, zu schauen, wo sich die Dinge langfristig hin entwickeln sollen. Ja, die Mangelkarte, ja, fünf der Münzen und die Welt. Und das hatte ich, glaube ich, hier oben schon angesprochen. Ja, wenn ihr in einer Situation wart, an der auch lange festgehalten habt, aus einem gewissen Verantwortungsgefühl, aus einer Verpflichtung vielleicht heraus oder dem Gefühl, verpflichtet zu sein, oder da ist schon auch eine Wertschätzung für Personen oder eine konkrete Person. Aber es geht auf eure Kosten. Ihr seid einfach da nicht mehr zufrieden. Ja,
Diese 5 der Münzen kann also auch ein emotionales Mangelgefühl anzeigen. Das muss sich hier nicht zwingend nur auf die materielle Ebene beziehen. Und ja, das Ganze zieht sich vermutlich schon über einen längeren Zeitraum und ihr seid nicht mehr bereit, das weiterzutragen. Ja, ich sag mal so, wenn ihr mit einer konkreten Person zu tun habt oder hattet, ist das auch schwer. Letztendlich ist das aber auch ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal, eine andere Person über einen langen Zeitraum zu tragen, weil man dadurch der Person letztendlich ja auch die Möglichkeit nimmt, genau die Verantwortung für sich selbst übernehmen zu lernen. Ja? Und ja, also das ist hier auf allen Ebenen, ist hier Veränderung und Umbruch und ja, also da ist wenig Zweifel dran, dass da hier was aufhört. Ja, geht auch gleich so weiter. Hier mit der 6 der Schwerter, also zum zweiten Mal. Ja, neue gedankliche Prozesse, neue Bewegung. Auch hier haben wir nochmal eine Wassermannkarte, Zukunftskarte. Ja, der Weg in die Zukunft. Die Fahrt auch in ruhigere Gewässer heißt diese Karte. Ja, sprich belastende Gedankengänge, vielleicht auch der ein oder andere Konflikt, der hier doch aufgetaucht ist im Hintergrund. Das lasst ihr jetzt alles hinter euch. Auch diese ganzen Zweifelgedanken, darf ich das, kann ich das, ist das möglich, wo wird es hin weitergehen, die lösen sich ja auf. Also hier kommen wirklich auch sehr, sehr konstruktive und planvolle Gedanken zu euch. Und wie gesagt, auch mit Reisen und Umzügen kann diese Karte in Verbindung stehen. Ja, 3 der Schwerter und die Hohepriesterin. Ja, das ist das, wo ihr herkommt und was ihr aber jetzt auch hinter euch lasst. Ja, das ist Herzschmerz, Liebeskummer, Frustration. Auch Streitigkeiten können damit angezeigt sein, enttäuschte Erwartungshaltung etc. Und wie gesagt, das Ziel scheint noch kein konkretes zu sein. Da ist keine klare Definition dahinter. Aber nichtsdestotrotz macht ihr euch auf den Weg und lasst euch auch führen von eurem Herzen. Ich denke, da ist ein ganz starkes Vertrauen und das kommt wahrscheinlich auch so im Laufe des Monats durch diese starke Verbindung nach innen, diese starke Zentrierung, die hier angezeigt ist, ja, dass ihr auch dahin kommt, euch wirklich von eurem Herzen führen lassen zu können. Ja. Ja, 8 der Münzen, auch hier nochmal eine Karte, die oft mit Zeiträumen zu tun hat, oft sehr lange Zeiträume. Ja, allerdings auch hier so ein bisschen diese Hamsterrad-Energie. Es ist viel Bewegung, aber man kommt nicht so wirklich von der Stelle. Auf der hohen Schwingungsebene allerdings doch dann schon auch, ja, das braucht. Wenn man jetzt was Neues angeht, Aufmerksamkeit, Hingabe, Sorgfalt und auch eine Kontinuität, das ist so ein bisschen, was wir hier schon bei dem Ritter der Münzen auch gesehen haben. Sprich, auch wenn hier jetzt ein Wandlungsprozess stattfindet, hat der A einen langen Vorlauf und B wird es auch eine ganze Weile dauern, bis sich das Neue geformt hat und stabilisiert hat. Nichtsdestotrotz ist es auch eine Karte, die mit Erfolg zu tun hat. Ja, wenn man diesen Einsatz sozusagen gibt, dann führt das auch durchaus zum Erfolg. Ja, aber eben nicht mit einem Fingerschnipp, sondern es braucht Geduld, da diesen Weg zu beschreiten. Ja, die gehört auch so ein bisschen zu den beobachtenden bzw. analysierenden Karten. Sprich, es lohnt sich auch manchmal, genau noch mal hinzuschauen, wieso haben sich die Dinge so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben und was kann ich daraus lernen für mich und dieses Gelernte vielleicht auch in der Zukunft für mich einzusetzen, damit ich nicht wieder solche Erfahrungen mache oder nicht auf diese Dauer. Ja, da zeigt er sich also noch mal, der Ritter der Münzen. Auch die Königin der Münzen zeigt sich hier nochmal. Ja,
die 6 der Kelche und die 8 der Kelche auch zum zweiten Mal. Ja, diese 6 der Kelche hier, die kann sich beziehen auf die Person oder die Personen, mit denen ihr hier zu tun habt oder hattet, mit denen euch einfach auch trotz allem was verbindet. Ja, und ich denke, da kommt eben auch genau dieses Verantwortungsgefühl einfach her und hat auch damit zu tun, dass das Ganze hier über diesen langen Zeitraum einfach sich entwickelt hat. Ja, ich möchte allerdings auch nicht ausschließen, dass hier eine neue Person oder auch eine neue Personengruppe in eurem Leben auftaucht, was wir hier schon mit der Königin der Stäbe gesehen haben, ja, und die also auch das unterstützen, dass ihr jetzt sagt, okay, ja, ich lasse mich jetzt auf diesen neuen Weg ein und obwohl mir das viel, viel Schmerz auch irgendwo bereitet, bin ich jetzt bereit, ja. Nochmal zum beruflichen Thema. Da könnte es auch tatsächlich so sein, dass ihr viel stärker jetzt bestrebt seid, in Richtung Berufung euch zu entwickeln, als nur ein Beruf, nur eine berufliche Tätigkeit, die die Rechnungen zahlt, ja, sondern auch hier geht es durchaus um Herzerfüllung. Also entweder wirklich eine Berufung als Tätigkeit oder auch, wenn hier es im Team irgendwie schwierig war, im Arbeitsumfeld schwierig war, dass ihr auch sagt, das ist mir so wichtig geworden jetzt als Erkenntnis, darauf möchte ich nicht verzichten, ja, und der nächste, das nächste Tätigkeitsfeld für mich muss das einfach leisten, dass da Menschlichkeit auch eine Rolle spielt. Ja, und dann also die Sonne. Ich sage es hier auch mal dazu, weil das einfach in der Stierlegung ziemlich im Vordergrund oder ziemlich deutlich aufgetaucht ist. Ja, es könnte hier durchaus sein, wenn ihr im romantischen Feld mit mehreren Personen zu tun habt, dass hier eine ungeplante Schwangerschaft die Dinge noch verkomplizieren. Ich erwähne es einfach hier an der Stelle auch nochmal, falls ihr mit einem Stierzeichen zu tun habt, könnte das also hier auch einen Einfluss nehmen. Aber ansonsten ist die Sonne eben auch, wie habe ich ja vorne schon erwähnt, ja eine Karte, die mit Glück zu tun hat, Glücksgefühl zu tun hat, dem Gefühl der inneren Freude, der inneren Erfülltheit, auch der Kreativität, der Lebenskraft, der Schöpferkraft und das ist wahrscheinlich das, wo ihr eigentlich hin wollt und wo jetzt also die Weichen gestellt werden, damit ihr auch dahin kommt. Weil wir haben ja gesehen, der Status quo war hier schon auch geprägt von einem Mangelgefühl. Ja. Bube der Münzen, die Schülerkarte, ja, also auch hier sehe ich das durchaus nochmal als Bestätigung, dass ihr euch auf diesen neuen Weg einlasst, ja, das annehmt, was das Universum euch hier reicht, den Stier bei den Hörnern packt, ja, das ist ja so ein bisschen das, wie ich diese Karte nenne, die 7 der Stäbe und die hat eben auch damit zu tun, dass der Weg vielleicht noch gar nicht so klar ist, gar nicht so bekannt ist, aber man den Mut hat, die Kraft hat, den Pioniergeist hat, sich auf diesen Weg einzulassen. In dem Sinne würde ich auch mal fast sagen, für die allermeisten ist das eine ganz gute Vorausschau, auch schon für den April. Ja, ich denke, da wird sich einiges sehr Spannendes tun im April. Für einige, wie gesagt, da ist der Bube der Münzen, die kann auch zu den Kinderkarten gehören. Da könnte es durchaus sein, dass die Dinge so ein bisschen kompliziert sich entwickeln. Ja, aber das trifft sicherlich nicht alle. Ja,
Also auch hier ganz interessante Legung, spannende Legung, ein bisschen ambivalent wahrscheinlich auf der Gefühlsebene und trotzdem ist die Grundstimmung eine positive und dementsprechend wünsche ich euch einen Monat, in dem ihr immer wieder genau in die Zentriertheit finden könnt, klare Herzentscheidungen für euch treffen könnt und ja, das umsetzen könnt, was ihr anstrebt. Ich wünsche euch alles Liebe von dieser Stelle und ich sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.